Die Frage ist nur, wer hat sie dann zugemacht? Oh. Eieiei, das Spiel macht mich jetzt schon fertig, ey. Okay, ich werde jetzt einfach mal wieder rausgehen. Okay, anscheinend ist sie von alleine wohl zugegangen durch den Luftzug oder so. Ah ja, die geht von alleine zu. Und da sitzt einer im Wo geht's Rollstuhl. hier raus? Ja, wahrscheinlich da hinten irgendwo. Hoffe ich doch mal. Durch diverse andere Horrorspiele wie Outlast weiß ich, dass Leute im Rollstuhl nicht gut sind. Egal. Alte Notiz aus der Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. R-Punkt. Ja, wahrscheinlich werde ich auch der eine sein, der es überlebt. Also hoffe ich doch mal. Da ist ein Gitter vor, das können wir wahrscheinlich dann nicht aufmachen. Nein. Ja, wahrscheinlich werde ich, wie gesagt, der eine sein, der überlebt. Das ist ja eigentlich so bei Spielen. Wobei bei Outlast, glaube ich, hat man. Nee, bei Outlast ist man auch nicht rausgekommen und hat überlebt. Also es muss nicht sein, dass wir überleben. Es kann sein, es wäre schön, aber ich glaube, so früh am Anfang sowieso nicht. Er zieht sich hier die Leiter ganz schön hoch. Na gut, wenn man auch einen Schnitt im Bein hat und dann auch so einen Dollen von der Kettensäge. Das ist bestimmt nicht angenehm. So, wo sind wir hier? Okay. Also die Räume kommen mir doch schon ein wenig komisch vor. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie im Leben so einen Raum gesehen. Noch nie. Wo dann hier einfach mal auch so ein Computer steht. Der Fug. Okay. Gut. Notiz aus Heizraum. Ach, das ist ein Heizraum. Okay. 13 Uhr. Stem-Systemtest beginnt. Stem? Okay. 13:15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13:30 Uhr, Anomalie tritt auf, nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein, anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Der Arzt ordnet Beendigung von Stemsystem an. 13:45 Uhr, Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Be Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht in der Lage, nicht dazu in der Lage. Obwohl das Stemsystem deaktiviert werden sollte, bleiben die Gehirnwellen zwischen Proband und Wirt synchron. 14 Uhr. Er, dieser Mann, ist aufgetaucht. Ich vermute jetzt mal ganz stark, dass er, Punkt, 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 dieser Mann, der Mann ist, den wir am Anfang hinter uns hatten, beziehungsweise auf dem Video gesehen haben. Ich vermute es einfach mal. Und hier haben wir einen Speicherpunkt. Und Speicherpunkte bedeuten in Horrorspielen eigentlich nie was Gutes. Okay, das ist anscheinend jetzt eine Zelle oder ein Raum oder so. Ja, ein Raum ist es natürlich, aber. Hier sind Schränke, okay. Oh Gott. Dicky kommt. Dicky kommt, was soll ich tun? R1, wo. Hier ist R1, okay. Ab in den Schrank! Gott. Oh, der Dicke kommt. Die Tür war auf jeden Fall auf.
Mein Gott. Eieiei, das war auch schon wieder eine ziemlich krasse Situation gerade. Ich weiß bloß nicht, ob ich jetzt raus kann. Oh mein Gott, die Musik. Alter. Oh. Ja, es ist schon komisch, dieses Spiel. Ja, ich weiß bis jetzt nicht, ob ich raus kann, weil ich höre ihn rechts nämlich noch. Ich probiere es einfach mal. Ach, der steht da an der Tür, oder wie? Ja. Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Oha. Der ist anscheinend ziemlich sauer. Aus unerfindlichen Gründen, warum auch immer, ja, wie gesagt. Mich nicht sehen. Okay, wir gehen jetzt einfach hier lang. Und der hat uns ganz anscheinend nicht gesehen, das... Oh Gott, was soll ich denn damit? Ich habe gedacht, das ist irgendwas. Irgendwas Wichtiges. Oh Gott, er hat uns gesehen. Das Auge zeigt es. Eieiei, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Oh, der kam. Der hat uns auch hundertprozentig gesehen. Ah, okay, Flaschen kann man werfen, aber kann man bestimmt Gegner ablenken oder so. Oh mein Gott. Dann wollen wir es mal versuchen. Oh Gott, der. Oh Gott. Oh ja. Junge, humpel, humpel schneller. Komm schon. Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Okay, ich habe noch nie gesehen, dass ein Rollstuhl so schnell zu... ein Fahrstuhl so schnell zuging. Was wollte er da essen? Ein Kaugummi oder ein Bonbon oder wie? Eieiei. Okay, das war anscheinend jetzt das Intro, so gesagt, von The Evil Within. Und wenn das nur das Intro da war. Eieiei, dann will ich nicht wissen, was mich noch in dem späteren Spiel so erwartet. Die Tür da hinten geht gerade. Okay, dann mal lieber schnell raus hier, bevor das ganze Gebäude anscheinend einstürzt. Lauf! Detective! Rein!
ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße! Wir können nicht mehr zurück. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Okay, Leute, das war das erste Kapitel. Ich würde sagen, das war's auch von dem zweiten Part. Ich verabschiede mich hiermit und ja, dann bis zum nächsten Part und tschüss.